In dem Video geht es um Inflation, um die Frage, ob diese Teile von Conva oder was auch immer an Notnahrung irgendwann wieder mal billiger zu haben sind. Und wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Auf Instagram wurde mir die Frage gestellt, Reini, wird es diese Conva-Riegel irgendwann wieder zum alten Preis geben? Ich schaue jede Woche rein, aber kurze Antwort, nicht in absehbarer Zeit. Wenn du glaubst, dass du das brauchst, wir haben in dem Video noch kurz besprechen, ob du es brauchst. Aber wenn du glaubst, dass du das brauchst, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich es eher jetzt kaufen und nicht in 3 Monaten. Du musst es übrigens, und das wird mir sicher kommen, Heine, du willst sonst noch was verkaufen? Nö. Du musst es auch gar nicht bei mir kaufen, wenn du glaubst, dass du es brauchst. Geh in Google oder der Suchmaschine deines Vertrauens, gib ein Conva 7 und wenn ich auftauche, also so überlebenskunst.at, dann klickst du nicht drauf, sondern suchst du wieder anderen aus. Und kaufst das dort ein. Wenn du sagst, der Reini will ja nur billige Eigenwerbung machen. Nein, die Frage war ja ernst gemeint, glaube ich. Wenn du glaubst, dass du etwas brauchst von den Teilen und auch von vielen anderen, kommen wir gleich dazu, dann würde ich jetzt kaufen. Die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, Inflation ist in aller Munde. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bin da kein Experte drin. Das Einzige, was ich bin, ich habe eine Firma und ich kaufe ein und verkaufe. Das heißt, ich bin in dem Wirtschaftskreislauf genau das, was ich bin, nämlich ein Händler. Und während in der Vergangenheit die Hersteller einmal im Jahr Preiserhöhung gemacht haben, haben wir die jetzt mal halbjährlich gehabt. Habe ich schon in einem anderen Video mal erzählt. Und jetzt, nicht bei allen, aber es kommt darauf an, wo die einkaufen und was die produzieren, ist es so, dass wir die jetzt schon quartalsweise haben. Es gibt einige Hersteller, deren Namen ich nicht nennen werde, die mich informiert haben, dass der eine im September, der andere im Oktober, der Hersteller von Conva hat uns übrigens diese Woche darüber informiert, dass die Preise angehoben werden. Also, und. Wie gesagt, das ist schon die 2. Preiserhöhung heuer von diesen Freunden hier. Und Ende letzten Jahres gab es die auch. Das sind so gewinngierige Gefraster. Nein, warum? Was ist das? Das ist ein Weizenriegel. Und während wir uns Gedanken machen über, wird der Conva Weizenriegel mit Cappuccino-Geschmack, der großartig schmeckt und den ich in mein Backoutback geben will, im Preis steigen oder sinken, gibt es Leute auf dieser Welt, die jetzt schon wissen, dass sie oder ihre Kinder verhungern werden. Beispielsweise Afrika, weil die aktuelle geopolitische Lage den Weizenpreis und das nicht nur den Preis, es geht ja nicht nur um das Geld, sondern es geht um das Angebot, verknappt, so verknappt, dass diejenigen, die einen höheren Preis bezahlen, den Zuschlag bekommen. Wir reden über Conva-Riegel und ich möchte hier nicht politische Bildung oder sonst irgendetwas tun, das ist nicht mein Auftrag, da gibt es Leute, die das besser können, aber nur zur Info. Während wir uns darüber die Gedanken machen, steigt der Preis noch, wie weit wird er steigen, werden Leute verhungern. Kacke. Nennen wir das so. Wenn du glaubst, dass du einen Conva-Riegel brauchst, dann würde ich ihn jetzt kaufen. Weil die Preise werden, und das ist meine Prognose, über die nächsten Monate nicht sinken, sondern ganz im Gegenteil, sie werden in die Höhe gehen. Und wie gesagt, da heißt es dann, ja, wenn die Lieferketten wieder besser funktionieren, wenn die Zinsen steigen und das Geld eingesammelt wird und bla bla bla. Ich bin da kein Experte. Da gibt es andere, die das viel besser können als ich. Wirklich. So. Aber wenn du es nicht aufschieben kannst, wenn du dann sagst, okay, ich kann 3 Jahre warten, dann schaut die Welt vielleicht schon ganz anders aus. Aber wenn du es in 3 Monaten brauchst, haben willst, aus welchem Grund auch immer, da würde ich jetzt zuschlagen. Und das betrifft nicht nur Conva. Alle Produkte, zum Beispiel auch unser Bushcraft Beaver, werden auch im Preis steigen. Nicht jetzt, aber bei der nächsten Bestellung. Die Bestellung, die wir jetzt geliefert bekommen haben, die war schon im Preis erhöht. Und aufgrund der steigenden Stahlpreise, des gesunkenen Euro-Werts im Vergleich zu US-Dollar, werden auch hier die Preise steigen. Das betrifft ja nicht nur mich, und sagen, oh, ich bin so armer Reini, sondern betrifft ja alle. Und das wird bedeuten, dass das Angebot hier jetzt dann wieder verknappt wird. Weil das Geld muss ja auch irgendwie dazu passen. Und da stelle ich mir dann die Frage, wenn du glaubst, dass du so etwas brauchst, willst, was auch immer, dann würde ich es jetzt kaufen. Musst ja kein Biber kaufen, geh mal gleich weg. Irgendwas anderes. Weil die Preise steigen werden. Alles, was du aufschieben kannst, schieb auf.
Aber alles, wo du sagst, ich werde das in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr fix brauchen, weil ich weiß, dass ich was auch immer will, dann würde ich es jetzt kaufen. Mir ist natürlich klar, dass jetzt die wirtschaftlich Gebildeten mir einen bösen Kommentar schreiben werden. Nummer 1. René, mit diesem Aufruf, den du da machst, heizst du die Nachfrage noch mehr an? In einem leer gefickten Angebot wird der Preis dadurch noch mehr steigen. Du sag das nicht. Hättest den Leuten eher gesagt, nein, tut's weniger kaufen, tut's das Geld sparen. Ich bin nach meiner Meinung gefragt worden. Ich bin nicht für politische Bildung oder sowas zuständig, sondern das ist meine Sicht der Dinge. Wenn du einen Konvariegel, der meiner Meinung nach nur etwas für in geringen Mengen für den Krisenvorrat, da kannst du machen, ein bisschen was dazu nehmen, ist ein Tauschmittel. Wenn du wirklich weg musst, kann man den einstecken, den kann man teilen, der schmeckt gut, der hält bis 2040, ja, und wahrscheinlich noch viel länger. Also da ist ja das alles okay und gut und wunderbar. Aber wenn du glaubst, dass du so etwas brauchst, der Preis wird sicher noch steigen. Er wird irgendwann wieder mal fallen. Alles, was rauf geht, geht auch wieder runter. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Aber ich glaube, das Ende von dieser Preissteigerung bei diesen Autoartikeln, und das betrifft Zelte, das betrifft Rucksäcke, das betrifft Schlafsäcke, das betrifft eben Eisenwaren, Stahlwaren, wird in den nächsten Monaten nicht aufhören. Zumindest ist das, was ich von den Herstellern, bei denen ich einkaufe, entweder beim Produzenten oder bei Zwischenhändlern, bei Großhändlern höre. Das ist es. Nummer 1. Wenn du mir jetzt einen bösen Kommentar schreiben willst, der Reini will wieder nur viel Absatz machen. Er verkauft seine Seele für den Umsatz. Und andere therapeutische Kommentare, kannst du mir die gerne schreiben? Schreib mal gerne deine Meinung dazu als zweite Kommentargruppe, wie du das Thema Inflation siehst und ob du auch der Meinung bist, dass die nächsten Monate die Preise eher so gehen werden als so. Oder einfach für den Algorithmus. Dankeschön, damit das Video verbreitet wird. Ich gebe da auch den Link auf Instagram. Da gibt es ungefähr einmal die Woche die Möglichkeit, in den Stories mir Fragen zu stellen. Und da gab es eben die eine. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Und alles, was rauf geht, geht runter. Und alles, was mal unten ist, geht auch wieder rauf. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Dein René Rossmann und ciao, ciao.